Oh Leute, los geht's, wir gehen in den Shop. Ich will ein Los kaufen gehen. Kommt schon. Oh nein, ich will ein Los. Oh, hier. Junge, der Laden ist immer leer. Arbeitet hier eigentlich keiner? Eigentlich. Ich hab das letzte Los. Leute. Oh, wirklich? Ich hab das letzte Los bekommen. Los Nummer 18. Oh mein Gott. Nein, 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 das gebe ich niemals her, Brixy. Das ist mein Los. Aber Odi, die Lose sind doch voll gefährlich. Hä? Ja, du hast recht, Dana. Seid ihr doof? Lose sind einfach Lose. Und ich hoffe, ich werde gewinnen, Leute. Und zwar darf der Gewinner in die Goldstadt. Und falls du mit mir in die Goldstadt willst, dann lass doch jetzt ein Like und ein Abo da. Na los, na los, na los. Hanna, wir müssen kurz reden. Odi, geh mal weg. Ich muss mit Hanna und Brixy reden. Heute kommt mit zu mir. Warum seid ihr so gemein? Egal, Leute. Odi, geh weg. Ja, ich gehe jetzt auch nach Hause. Ich hab mein Los, ihr Blödmänner. Leute, wenn ich das gewinne, wird das richtig, richtig cool. Wir gehen mal nach Hause und gucken mal, was der Postbote uns für eine Post bringt. Vielleicht gewinnen wir das Ding wirklich. Und ihr müsst schnell jetzt liken, damit ich das Ding gewinne und ihr auch mitkommen könnt, Leute. Na los, na los, na los. Oh, Leute, ich mache mir jetzt erstmal einen Kuchen. Der nächste Tag ist fertig. Oh, ich habe richtig Hunger, Leute. Oh, meine Kiste ist leer. Oh, der Postbote ist da. Hallo, Herr Postbote, haben Sie Post für mich? Nein, aber ich habe Post für Hanna. Wie? Die hat nämlich mit der Losnummer 18 was gewonnen. Leute, seht ihr mein Inventar? Ich habe mein Losnummer gar nicht mehr. Oh, Herr Postbote, die hat das von mir geklaut. Das war meins. Clown hin oder her? Wo finde ich denn jetzt Hanna? Wie gesagt, das war eigentlich mein Los. Sie können kurz hier warten. Ich komme gleich wieder, ja? Okay. Okay. Oh, Leute, Hanna hat mein Los geklaut, als ich geschlafen habe. Ich gehe mal zu Jimmy und frage ihn, ob er mir helfen will, Hanna das Los wieder wegzunehmen, weil das ist doch mein Los. Hallo, Jimmy? Bin hier draußen und am Spielen. Jimmy, Hanna hat mein Los geklaut. Hilf mir bitte. Ich weiß von nix. Und ich sag dir ehrlich, Odi, du solltest auf jeden Fall nicht dahin gehen. Das ist richtig schlecht, wenn du dahin gehst. Hier ist es viel schöner. Ich will dir da nicht helfen. Ich hab doch noch gar nicht gewonnen, du Dussel. Ich geh jetzt zu Hanna auch ohne dir. Und oder was ist, wenn du gewinnst? Hä? Dann bist du nicht mehr da. Lass mich in Ruhe, Jimmy. Ich hol mir jetzt mein Los zurück, Leute. Wir müssen erstmal Hanna beobachten, was sie mit meinem Los gemacht hat. Oh, Leute, ich muss sie jetzt beobachten. Komm schon, komm schon, komm. Warte mal. Da ist der Postbote. Was? Also, liebe Hanna, du hast es geschafft in die Goldstadt. Was? Wow! Aber warten Sie, ich hol kurz das Los. Hä? Sie hat gewonnen? Nein, das ist mein Los. Ich gehe da jetzt rein und sag das dem... Nein, nein, nein. Hanna, du blöde Kuh! Ey, raus aus meinem Haus, Odi! Geh du raus, du hast mein Los geklaut, du Blödmann! Ich wohne hier, raus! Herr Postbote, sie hat gelogen. Das ist mein Los. Ich komme in die Goldstadt. Das stimmt gar nicht. Dann können wir das leider nur so regeln. Und zwar sollen die Leute entscheiden. Also Leute, wenn ihr es gesehen habt, dass Odi dieses Los gekauft hat, dann lasst jetzt ein Abo und ein Like da. Und wenn ihr der Meinung seid, Hanna hat es gekauft, dann schreibt es unten in die Kommentare. Oh Leute, ihr habt's gehört. Ihr müsst es jetzt schnell machen, dass ich in die Goldstadt komme. Und da nehme ich dann einen von euch mit. Aber das war mein Los. Oh, Leute, ihr habt geliked und abonniert. Herr Postbote, haben Sie das gesehen? Die haben geliked und abonniert. Das ist mein Richtig. Los. Das ist dein Los. Und damit würde ich sagen, du packst deine Sachen und ich wünsche dir viel Spaß in der Goldstadt. Danke, Herr Postbote. Blöde Hanna. Das war wirklich meins. Ich habe mir ein eigenes gekauft. Stimmt doch gar nicht. Du kannst doch nicht die gleiche Nummer wie ich haben, du Doofkopf. Egal, Leute. Jimmy, geh mir aus dem Weg. Ich gehe in die Goldstadt. Was? Odi, nein. Odi, bleib hier. Wir müssen kurz reden, Odi. Warum? Was willst du denn, Jimmy? Ich habe eine Überraschung für dich. Das ist bei mir zu Hause. Du musst in 10 Minuten kommen, okay? Ich habe was vorbereitet für dich. Für den Abschied. Ja, lass mich erstmal meine Sachen packen, okay?
Alles klar, Odi, bis gleich. Rexy, was machst du denn hier? Ich bin in die Goldstadt eingeladen. Hä, du lügst. Du würdest das niemals gewinnen. Warum solltest du, Dussel, das denn gewinnen? Das macht doch gar keinen Sinn. Guck. Ja, und? Das sagt doch noch gar nichts. Das kannst du auch gefällt haben. Guck her, du Doofkopf. Herzlichen Glückwunsch. Sie wurden eingeladen in die... Du hast... Ich packe jetzt meine 7 Sachen und dann verschwinde ich hier. Ihr wart eh blöd zu mir, Blödmänner. Tschüss. Ich werde nie wieder zurückkommen. Odi, du bist doch einer meiner besten Freunde. Du darfst nicht gehen. Nö, Odi, bitte. Egal. Tschüss. Odi, nein. Rexy? Odi, du kannst uns nicht verlassen. Das ist doch... Was ist mit Was ist mit meiner Küche passiert? Ich weiß es nicht, aber Odi, du kannst uns nicht verlassen. Denk doch mal drüber nach, wie coole Zeiten wir hier auf der Insel haben. Und ich wäre so traurig, wenn du gehen würdest. Oh, Leute, soll ich gehen oder soll ich bleiben? Doch, kann ich, weil ich bin in der Goldstadt und bin dann reich. Blöd, Mann. Leute, wir werden das so cool machen dort. Wir nehmen erstmal unsere Blöcke hier mit. Meinen Koffer mache ich jetzt auch gleich fertig, Leute. Und dann packe ich meine 7 Sachen und verschwinde hier. Oh, so, das ganze Glas muss hier auch weg. Oh, warte mal, ich brauche meine Spitzhacke. Oh, die habe ich doch von Brexy ausgeliehen. Oh, die hole ich mir jetzt kurz. Brexy! Gib meine Spitzhacke, du Doofkopf. Die habe ich dir noch ausgeliehen gehabt. Ich muss mein Haus abbauen. Okay, aber... Ja. Aber warte mal. Nö, ich bin gleich wieder da. Lass mich. Keine Ahnung, was Brexy von uns will. Aber ich baue hier mein ganzes Haus ab, Leute. Wir müssen aber das Lila mitnehmen, Leute. Weil... Odi. Was willst du, Brexy? Also, ich möchte nicht, dass du gehst. Und wenn du bleibst, dann kannst du diesen Laptop haben. Brexy? Und diesen lila Stuhl. Und diesen Drucker. Komm schon, bitte, du kannst uns nicht verlassen. Denk doch mal nach, wir können zusammen Minecraft spielen mit deinen Zuschauern. Stimmt's, Leute? Wenn ihr mit Odi Minecraft spielen wollen würdet, dann lasst ein Abo da. Mann, Brexy, nein, mir reicht's mit euch. Ihr wolltet vorher nicht mit mir spielen und jetzt auf einmal schon. Ich baue jetzt mein ganzes Haus ab und dann sehen wir uns nie wieder. Mir reicht's wirklich. Oh, so, Leute, wir packen jetzt nochmal hier alles ein. Meine Bücher, hier meine Lieblingsbücher. Harry Potter, SpongeBob und Minecraft. So, Leute, wir haben schon fast alles abgebaut. Wir müssen hier noch mehr Gas geben. Los, kommt schon. Ah, so, hier noch abbauen. Und... Irgendjemand hat auf mich geschossen. Leute, geht in Deckung. Mann, ich will hier echt weg. Jetzt schießen Leute sogar mit Pfeil und Bogen auf mich. Wollten die ein Attentat auf mich machen? Oh, Leute, das will ich nicht. Ich muss direkt meine Koffer packen und gehen. Mir reicht's, Leute. Oh, weg hier. Leute schießen hier auf mich. Ich will in die Goldstadt. Hä? Jimmy ruft an, Leute. Hey. Sag mal, kannst du bitte zu mir kommen? Odi, es ist echt, echt wichtig. Was willst du denn, Jimmy? Ich will hier weg aus der Stadt. Ich weiß, ich will eine Abschiedsparty machen. Komm schon, Odi, bitte. Abschiedsparty? Okay, wir gehen mal zu Jimmy, Leute, und gucken mal, was für eine Party er machen will. Warte mal. Ich sehe da, wie Brexy und Hannah, die bauen mein Haus auf. Hey, ich will doch nicht, dass die es aufbauen. Ich will doch hier weg. Naja, egal. Ich guck erstmal, was Jimmy hier will. Jimmy! Odi, wie geht's dir, mein Bester? Komm rein. Gar nicht gut. Jemand hat mit einem Pfeil versucht, mich zu töten. Oh nein, das ist gar nicht gut. Aber weißt du was? Gut, dass du hier bist. Hier bist du sicher. Ja. Odi, ich habe eine riesen Überraschung für dich. Was denn? Du gehst ja zur Goldstadt, richtig? Ja. Oha. Pass auf. Ich habe hier in meinem Haus einen Keller gebaut. Der ist richtig cool. Da können wir eine Abschiedsparty machen. Oh, eine Abschiedsparty? Mhm. Gibt's da auch lila Cola? Lila Cola und lila Cookies. Wow! Komm, geh du vor, Odi. Ja. Ich geh nach. Oh, Leute, komm schon. Lila. Yo. Du musst da reingehen, Odi. Bitte. Geh da rein, Mann. Das ist wichtig. Nebel, aber das.
Ist da eine Geheimtür oder was? Ja, da hinten, wir feiern da eine richtig krasse Party. Da ist ein Geheimraum, weißt du? Oh, dann mach einen Hebel hin. Komm schon, Tini, komm schon. Ja, okay, warte. Oh, du hast den Knopf hingepackt. Na klar, geh rein. Odi, ich muss kurz, Entschuldigung, du musst da unten jetzt bleiben. Und du darfst nicht in die Goldstadt gehen. Nein, das ist nicht gut. Hey, wo ist denn meine Überraschungsparty? Mann, Jimmy. Ich hab dich hochgenommen, Odi. Danke, dass du hier geblieben bist. Ich geh dann wieder. Was? Ey, Leute, Jimmy hat mich reingelegt. Mann, warum wollen die auf einmal, dass ich nicht mehr hier bin? Was mache ich denn jetzt, Leute? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der hat mich einfach hier eiskalt eingesperrt. Oh. Braxy! Hannah! Hilf mir bitte! Jimmy, was willst du uns denn zeigen? Ich will euch was richtig Cooles zeigen. Odi wollte eine Überraschungsparty machen, aber ich habe ihn reingelegt. Jetzt kann er nicht mehr gehen. Hört ihr das? Ey, Leute, kommt hier runter! Hey, Odi! Mann, Hannah, Braxy, Jimmy hat mich eingesperrt. Holt mich hier raus. Mann, Jimmy, das kannst du doch nicht machen. Doch nicht einsperren. Ach, Leute, er will aber gehen. Ich will nicht, dass er geht. Lass mich raus. Ach, Manu. Ja, okay. Dann rauslassen. Meinst du, das ist eine gute Idee, ihn einzusperren? Jetzt will er doch erst recht gehen. Ich will erst recht. Ich gehe. Nein, Odi, geh nicht. Bitte. Ihr seid so blöd. Ich hab das nicht so gemeint. Ist mir egal. Ich geh jetzt. Überraschung! Überraschung, Odi! Ich musste das tun! Wir haben richtig lang gebraucht dafür. Warum habt ihr denn mein Haus aus Gold gemacht, ihr Doofköpfe? Da, wo ich hingehe, ist doch alles aus Gold. Ja, damit du vielleicht hier bleibst. Genau. Warum willst du denn in die Goldstadt gehen, wenn wir für dich schon alles in Gold vorbereitet haben? Ich meine, schau dir das Ganze an. Es ist alles wie neu. Oh, das sieht so cool aus. Ja, aber... Oh, Leute, was soll ich denn jetzt machen? Die haben mein ganzes Haus aus Gold gemacht. Soll ich jetzt hier bleiben oder soll ich weitergehen? Weil das Los ist, fällt, glaube ich, nach einem Tag aus. Oh, ich muss trotzdem gehen, Leute, weil alles andere ist nicht aus Gold. Und ich will in die Goldstadt. Das sind nur coole Leute, habe ich gehört, Leute. Und falls du das auch willst, lass jetzt ein Like da und ein Abo. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, bitte, bitte. Oh, Leute, ich weiß nicht. Nur mein Haus ist Gold. Der Rest ist aber normal. Und irgendwie will ich auch Lila haben. Oh, Odi, aber... Aber du kannst doch deine besten Freunde nicht verlassen. Wir haben doch nur Spaß gemacht. Ich habe das Goldticket gewonnen und... Braxy, es tut mir leid, aber ihr wart so blöd zu mir. Ich will nicht mehr hier bleiben. Odi. Ich verlasse euch für immer jetzt und gehe in die Goldstadt. Geht weg von mir. Nein, Odi. Oh, Leute, ich verlasse jetzt die Stadt. Mir reicht's endlich. Ich will in Goldstadt. Das ist eh viel cooler. Odi. Hä? Odi. Hä? Oh. Wow, Odi. Du hast ein Hoverboard. Wie cool. Und das könnte jetzt dir gehören. Hä? Wie ich schenke es dir. Was? Oh, Leute. Oh, ich will damit fahren. Das geht nicht. Oh, Braxy, was ist denn los? Oh, Odi. Guck mal. Du magst auch mein Hoverboard, das richtig? Das ist voll cool. Ja, das ist richtig, richtig cool. Ich habe dir auch eins gekauft. Das war so teuer. Hä? Du kannst damit jetzt fahren. Was? Ja, wenn du... Aber dafür musst du dann bei uns bleiben und... Warte, Odi. Oh, aua, ich hab den Dreh noch nicht raus. Oh, was hast du denn da in der Hand? Diamanten. Die Diamanten für dich. Dafür habe ich zwar lange gebraucht, aber bleib doch bitte bei uns, Odi. Guck mal, du hast jetzt ein Hoverboard, dein Haus ist aus Gold und du hast ganz viele Diamanten. Braxy, ich weiß, dass du bist mein bester Freund, aber ich kann das nicht mehr. Ihr wart so blöd zu mir. Nimm dein Hoverboard. Nimm all deine Diamanten, ich gehe jetzt in die Goldstadt. Lass mich hier bloß in Ruhe. Oh, mein Telefon klingelt, Leute. Oh, unbekannte Nummer. Oh, hallo, ich bin's, Odi. Wer ist da? Hallo, hier spricht dein schlimmster Albtraum. Wer sind Sie, Mister? Und Braxy, ich weiß, dass du das bist. Ich bin nicht Braxy, aber wir haben deinen Freund Jimmy. Ach, das ist doch nur eine Lüge.
Du bist doch der kleine Goldjunge, der gewonnen hat und in die Goldstadt gehen möchte, richtig? Ja, das bin ich. Junge Hanna, bist du das? Odi! Bitte! Sei leise da drüben. Sei leise. Das war Jimmy, Leute. Ach, das ist eh nur ein Prank. Tschüss. Oh, Leute, auf sowas höre ich gar nicht erst rein. Solche Blödköpfe, die wollen nur, dass ich wieder zurückkomme. Aber mir reicht's. Ich gehe in die Goldstadt. Hä? Mein Telefon klingelt schon wieder, Leute. Schon wieder anonym. Was willst du, Braxy? Wenn du noch einmal auflegst, werde ich Jimmy umbringen. Du bringst uns dein goldenes Ticket. Ansonsten wirst du Jimmy und deine Freunde nie wiedersehen. Leute, ich glaube... Da ist Jimmy schon wieder. Ich glaube, die meinen das ernst. Leute, wir müssen schnell zurück. Wir müssen schnell zurück in die Stadt. Oh, kommt schon. Wir müssen Jimmy retten, Leute. Komm, komm, komm. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Oh, da ist die Polizei. Komm schon, wir müssen das aber im Alleingang machen, Leute. Kommt schon, kommt schon. Oh, Leute, ich bin wieder in der Stadt. Wo könnte Jimmy nur sein? Und Räuber meinten die. Oh, wo ist Braxy und Hanna? Na ja, egal, wir müssen erstmal... Leute, seht ihr das? Vor Jimmy seinem Haus ist ein Buch. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich will da nicht reinlesen. Leute, soll ich da reinlesen? Lasst schnell ein Like da. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Wenn du Jimmy wiedersehen willst, dann bring uns das los in den Wald. Ansonsten... Punkt, Punkt, Punkt. Meinem Freund Jimmy darf nichts passieren. Wo ist eigentlich Braxy und Hanna? Egal, Leute, wir gehen in den Wald und bringen ihm das los. Weil, ihr wisst, Freunde, Freundschaften sind viel besser als irgend so eine Goldstadt. Ich muss ihn retten. Komm schon, komm schon, komm schon. Hallo, Odi! Odi, sei leise, sei leise, Jimmy! Was machen die denn da? Wo bleibt der junge Mann? Raus, ich habe keine Lust mehr zu warten. Lass ihn einfach töten. Töten? Nein, bitte nicht. Ich will ihn doch nicht töten. Sei Ruhe jetzt hier. Die meinen das wirklich ernst, Leute. Oh. Ich tue erstmal so, wie als ob die, ob ich ein Spaziergänger wäre. La 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 la. Hallo die Herren. Oh. Ich bin ein Spaziergänger und ich spaziere hier nur. Mach dich vom Acker hier. Geh weg. Wir haben den wirklich eingesperrt. Was mache ich denn jetzt? Oh, ich glaube, wir müssen kämpfen, Leute. Aber ich habe mein Schwert leider nicht mehr dabei, Leute. Oh nein, was mache ich denn? Ich glaube, die einzigste Möglichkeit ist, ich muss denen das losgeben, Leute. Aber dann verliere ich mein Goldstadt-Ticket. Ich werde nicht länger warten. Oh nein, oh nein. Nein, warte, nein, nein, nein. Tu das nicht, bitte. Wir warten noch eine Minute und dann, wenn er nicht kommt, werden wir ihn umbringen. Ich gehe hin, Leute, ich gehe hin. Hallo? Jimmy, wer sind Sie? Jimmy, wer sind Sie? Raus oder so? Oh nein, sie haben mich gesehen. Wir haben doch gesagt, sie sollen Kleine ziehen. Odi, gib einfach das Ticket. Odi? Du bist Odi. Ja, ich hab das Ticket. Und wenn ihr uns beiden was tut, zerreiß ich es hier auf der Stelle. Wenn du das machst, warte. Überlebt ihr das nicht. Gib uns das Ticket. Lasst erst Jimmy raus, ihr blöden Räuber. Das war kein Vorschlag. Was für ein Vorschlag? Odi, gib das Ticket. Ich will leben. Soll ich denen wirklich mein Ticket geben? Lass jetzt schnell ein Like da ein. 3, 2, 1. Oh, hast du geliked? Okay, hier. Nimm das schon. Okay. Komm, wir gehen wir weg. Wir sind reich. Odi. Oh, Jimmy, wegen dir kann ich nicht in die Goldstadt, du Doofkopf. Na, aber ich dachte, unsere Freundschaft ist mehr wert. Mann, das danke, Odi. Wo war Hanna und Braxy, du Doofkopf? Weiß ich nicht. Die meinten, die müssen noch zum Shop gehen oder so. Odi, du hast mir echt das Leben gerettet. Ja, kein Problem, Jimmy. Aber ich bin ein bisschen traurig. Tut mir leid wegen deinem Ticket. Vielleicht versüßt du einfach nochmal dein Glück irgendwann mal. Ja, hast recht, Jimmy. Danke. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Ich bin wieder in der Stadt und... checkt auf jeden Fall auch meine Freunde aus, Freunde. Und natürlich nicht vergessen, unsere ganzen Videos abzuchecken. Macht's gut, haut rein mal und tschüss!